Die Landesinitiative N21 präsentiert Landtag online mit dem Ulrichs-Gymnasium Norden live vom Januarplenum 2018 aus Hannover. Hallo und herzlich willkommen zum Landtag online Spezial. Wir sind das Radioteam des Ulrichs-Gymnasiums Norden und wir berichten live aus dem neuen niedersächsischen Landtag in Hannover. Am Mikrofon begrüßen euch Lea, Fabian und Keno. Wir schauen für euch hinter die Kulissen der Landespolitik. Mit dabei unser Politiklehrer Herr Lippert. Hier sind unsere Themen. Angriffe auf Amtsträger sorgen für hitzige Debatte. Wählen bald ab 16, Experten im Interview. Die Schuldebatte, 3-Punkte-Plan für den Papierkorb. Mehr Frauen in die Politik, die Landtagspräsidentin im Interview. Zwangsaltersfeststellung bei jungen Flüchtlingen, Gespräch mit der AfD. Ein neuer Feiertag, Umfrage unter den Abgeordneten. Und Ministerpräsident Weil im Interview. Viel Spaß mit der Webradiosendung vom Ulrichs-Gymnasium Norden aus dem neuen Landtag. In der Aktuellen Stunde zu Beginn des ersten Plenums 2018 ging es um körperliche und verbale Angriffe und Gewaltausbrüche gegenüber Bürgermeistern und anderen Amtsträgern. Lea hat hierzu einen Beitrag erstellt, der alle vorgebrachten Positionen beleuchtet. Der erste Plenartag im neuen Jahr begann mit einer hitzigen Gewaltdebatte, eingebracht vom früheren CDU-Innenminister Uwe Schünemann. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat vor wenigen Tagen Alarm geschlagen. Immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und kommunale Mandatsträger werden Opfer von Pöbeleien, von Übergriffen bis hin sogar zu Morddrohungen. Dabei ging es in dieser Debatte nicht nur um die Gewalt an Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Auch die körperliche und verbale Gewalt gegenüber Polizisten, Feuerwehr und Rettungskräften wurde thematisiert. Als Maßnahme schlägt Schünemann einen 5-Punkte-Plan vor. Hierzu gehören beispielsweise Wertschätzungskampagnen in den sozialen Medien. Schünemanns Forderung: Zweitens, wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen. Wir sind Vorbild auch hier im Parlament und darüber haben wir schon gesprochen. Wir brauchen eine Selbstverpflichtung, dass wir hart um den richtigen Weg für die Bürgerinnen und Bürger auch kämpfen, aber dass wir respektvoll miteinander in der politischen Auseinandersetzung umgehen. Mit einer Selbstschutzfibel sollen Amtsträger darin bestärkt werden, sich selbst zu schützen und Anzeige zu erstatten. Schünemann fordert eine konsequente Strafverfolgung. Der FDP-Innenexperte Jan-Christoph Oettchen möchte der Sache auf den Grund gehen und die Debatte nicht oberflächlich diskutieren. Ich glaube, dass wir sehr, sehr früh dabei anfangen müssen. Wenn ich in der Kita sehe, wie Vierjährige mit ihren Eltern und mit ihren Erziehern reden, dann habe ich den Eindruck, dass da vieles schon sehr, sehr früh in eine falsche Richtung läuft. Dass sehr, sehr früh versäumt wird, deutlich zu machen, dass es Grenzen gibt. Dass das Thema Respekt gegenüber anderen, gegenüber Autoritätspersonen ins Hintertreffen gerät. Und ich glaube, dass wir uns gesellschaftlich darüber Gedanken machen müssen, welche Werte vermitteln wir eigentlich Kindern schon in der Erziehung, um zu verhindern, dass Kinder zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise eben diese Schwelle nicht mehr haben, dann aggressiv gegenüber anderen zu werden, auch aggressiv gegenüber Autoritätspersonen zu werden. Der AfD-Abgeordnete Jens Ahrens äußert sich in der Debatte: Wir als AfD sind angetreten, um politische Lösungen auf demokratischem Wege zu finden und wir verurteilen jede Form der politischen Gewalt. Die sachlich gestartete Debatte bekam dann aber doch noch eine weitere Wendung. Ahrens nannte einige Beispiele von gewalttätigen Übergriffen gegenüber einigen Parteimitgliedern. Sein Appell: Ich fordere Sie ganz klar auf, sich gegen Gewalt zu positionieren, so wie die AfD das tut. Ich fordere Sie weiter auf, daran mitzuarbeiten, unsere Wähler und vor allen Dingen unsere Gegner auf den Boden der demokratischen Auseinandersetzung zurückzuholen, mit Regeln wie Respekt und Toleranz. Empörung über Gewalt darf nicht von einer Parteizugehörigkeit abhängig gemacht werden. Die Reaktion des SPD-Innenministers Boris Pistorius darauf: Und ich sage sehr deutlich an die Adresse dieser Partei, dieser Fraktion: Wir werden es Ihnen nicht durchgehen lassen, mit gespaltener Zunge zu sprechen. Draußen im Land und in den sozialen Medien so und hier dann von Freiheit und Toleranz zu faseln. Damit werden wir Sie nicht durchgehen lassen, meine Damen und Herren. Ein weiteres für uns Schüler interessantes Thema ist die Idee, das Wahlalter bei den Landtagswahlen auf 16 Jahre herabzusetzen. Dürfen wir bald mitgestalten? Wir haben dazu zwei Experten befragt. Sollen Jugendliche demnächst schon ab 16 Jahren wählen dürfen? Fabian und Lea haben mit Frau Immaculata Glosemeier von der SPD sowie mit Herrn Jan-Christoph Oettchen von der FDP-Fraktion gesprochen. Themen waren das Herabsetzen des Wahlalters auf 16 Jahre, Probleme bei der Abstimmung und die immerwährende Hoffnung auf Bewegung innerhalb der GroKo. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Jan-Christoph Oettchen, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.
Herr Oettchen, die FDP fordert auf Landesebene die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Was versprechen Sie sich davon? Wir glauben, dass junge Menschen schon ab 16 in der Lage sind, politische Entscheidungen zu treffen und schlagen deswegen vor, das Wahlalter für Landtagswahlen auf 16 abzusenken, so wie es auch bei Kommunalwahlen schon der Fall ist. Das heißt also, dass man mit 16 wählen darf, aber noch nicht gewählt werden kann. Inwiefern unterscheidet sich die politische Mündigkeit heutiger 16-Jähriger von früheren Generationen? Wir haben ja ganz verschiedene Momente, in denen junge Menschen etwas Neues dürfen. Also wann sie religionsmündig sind, wann sie Alkohol kaufen dürfen, wann sie volljährig werden und geschäftsfähig, wann das Jugendstrafrecht nicht mehr gilt. Und wir sagen, wir müssen das immer alles einzeln betrachten. Und wenn wir das Wahlalter betrachten, da glauben wir, dass heute junge Menschen schon reifer sind, informierter, politisch gebildeter sind, als das früher der Fall gewesen ist. Und deswegen schlagen wir vor, das Wahlalter abzusenken. Im Januar 2016 hatte die rot-grüne Landesregierung diesen Vorschlag bereits gemacht. Die Initiative ist damals nicht beschlossen worden. Wird Ihr erneuter Antrag jetzt die erforderliche Zweidrittelmehrheit bekommen? Wir hoffen das. Heute in der Debatte haben sich ja leider die CDU und auch die AfD gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen. Was müsste passieren, damit Sie die Zweidrittelmehrheit bekommen? Dazu müsste passieren, dass die Große Koalition sich auf unseren Weg begibt und dass der Koalitionszwang aufgehoben wird und einige Abgeordnete der CDU eben auch mit SPD, Grünen und uns von der FDP gemeinsam für den Gesetzentwurf stimmen. Ich habe wenig Hoffnung, dass das passiert. Frau Glosemeier, SPD, Grüne und FDP wollen das Wahlalter herabsenken. Warum haben Sie den Antrag nicht gemeinsam gestellt oder stimmen Sie dem FDP-Antrag zu? Es ist ja schon in der letzten Wahlperiode darüber diskutiert worden und es ist so, dass es eine Verfassungsänderung geben muss. Dafür benötigen wir eine Zweidrittelmehrheit und selbst wenn wir zugestimmt hätten, hätten wir diese Zweidrittelmehrheit nicht erreicht. Wie groß ist die Chance, vereinzelte Abgeordnete Ihres Koalitionspartners CDU von der Absenkung des Wahlalters zu überzeugen? Ja, das haben wir beim letzten Mal schon versucht. Wahrscheinlich haben wir noch nicht mit den richtigen Argumenten punkten können. Wir haben ja heute noch mal einen Weg aufgezeigt, indem wir schauen, dass wir nicht nur einzelne Abgeordnete, sondern in Gänze die Abgeordnete überzeugen können, wenn eben die Rahmenbedingungen stimmen, zuzustimmen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Glosemeier von der SPD. Schulpolitik. Das wohl interessanteste Thema für uns als Schüler. CDU und SPD sind mit den Wahlversprechen angetreten, neue Impulse in der Bildungspolitik zu setzen. Und sie beeilen sich, Taten folgen zu lassen. Schon in diesem Januarplenum brachte die Große Koalition einen ersten Antrag ins Parlament ein. Im Kern sieht der Vorschlag drei Änderungen vor. Erstens, Förderschullernen dürfen für mindestens 5 Jahre bestehen bleiben. Zweitens, Erzieher sollen nun die Sprachförderung von Kindern im Vorschulalter übernehmen. Drittens, der Einschulungstermin für Grundschüler soll flexibler werden. Doch es gab viel Kritik an diesen Vorschlägen, mit denen einzelne Wahlversprechen ignoriert würden. In einer spektakulären Aktion zerriss der FDP-Abgeordnete Björn Försterling während seiner Rede die niedergeschriebenen Wahlversprechen der Regierungsparteien. Er beklagte zudem, dass der umfangreichere FDP-Antrag in wenigen Minuten im Plenum abgehandelt wurde. Kino befragte den Abgeordneten Försterling zu seiner Kritik am Gesetzesvorschlag und seinen Ideen für die Schulen in Niedersachsen. Aktuell geht es ja um eine Änderung am Schulgesetz. Die Landesregierung und auch Ihre Fraktion hat einen Antrag dazu angebracht. Ihr Antrag ist mit großer Mehrheit der Großen Koalition abgelehnt worden. Was ist Ihr größter Kritikpunkt an dem vorgeschlagenen Änderungsantrag? Ja, unser Kritikpunkt bezieht sich eigentlich auf alle drei Punkte, die jetzt von der Großen Koalition im Schulgesetz geändert werden sollen. Das eine ist die Frage Förderschule lernen. Und die CDU hatte noch im Wahlkampf versprochen, dass die Förderschule lernen auf Dauer wiederkommt, im Primarbereich und im Sekundarbereich 1. Und jetzt wird lediglich die Förderschule lernen im Sekundarbereich 1 um 5 Jahre verlängert. Das ist uns deutlich zu wenig. Bei der Einschulung plant die Große Koalition, dass Kinder später eingeschult werden können auf Antrag der Eltern. Das heißt, man hätte sozusagen das Manko, dass die Eltern eine Rückstellung vom Schulbesuch beantragen müssen. Hier plädieren wir für eine Regelung, nach der die Kinder generell später eingeschult werden und die Eltern dann positiv beantragen können, dass die Kinder früher eingeschult werden. Also eine wesentlich positivere Lösung aus unserer Sicht. Und der dritte Kritikpunkt
ist, dass die Landesregierung über 500 Grundschullehrkräfte aus den Kindertagesstätten abziehen möchte, die dort gerade vorschulische Sprachförderung machen. Unser Ziel war es immer zu sagen, Bildungsgerechtigkeit entsteht unter anderem dadurch, indem alle Kinder vom ersten Schultag an in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen. Dazu muss ich die Sprache beherrschen. Deswegen haben wir uns stark gemacht für eine vorschulische Sprachförderung und die wird jetzt sang- und klanglos von der Großen Koalition abgeschafft. Das heißt, man verlagert die Lehrkräfte wieder in die Grundschule und in der Grundschule findet dann zwar Unterricht statt, aber die Kinder kommen mit erheblichen Sprachdefiziten. Bei der Inklusion werben Sie für ein duales System, das heißt, die Förderschule Lernen bleibt weiterhin bestehen. Kultusminister Tonne bezeichnete dies, Zitat, als eine Rolle rückwärts. Was entgegnen Sie diesem Vorwurf? Es ist ja keine Rolle rückwärts, wenn wir sagen, dass Eltern entscheiden sollen, ob der beste Ort für die Beschulung ihres Kindes die Förderschule ist oder die inklusive Beschulung in einer anderen allgemeinbildenden Schule. Sondern es ist einfach die Wahlfreiheit und einfach der Glaube daran, dass die Eltern ein Stück weit wissen, was gut für ihr Kind ist. Des Weiteren sprechen Sie sich auch für ein flexibles Einschulalter aus. Also die Große Koalition hat ja ebenfalls einen Vorschlag, der besagt, dass dieser Stichtag wegfällt und man nicht sich so danach richten sollte. Abgeordnete der AfD haben auch gesagt, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, aber Ihr Modell würde Ihnen besser gefallen. Was zeichnet Ihr Modell aus? Unser Modell sagt halt, dass nur Kinder, die bis zum 30.06. eines Jahres, das sechste Lebensjahr, vollenden, dann in diesem Jahr eingeschult werden. Und Eltern, die der Meinung sind, ihre Kinder können das schon früher, die können halt immer den Antrag stellen, dass ihr Kind auch früher eingeschult wird. Der Antrag der Großen Koalition bleibt generell bei dem Stichtag 30.09., also alle Kinder, die bis zum 30.09. das sechste Lebensjahr vollenden, sollen in dem Jahr auch eingeschult werden. Das ist die Regelung, die wir aktuell auch haben, die von vielen Eltern kritisiert wird. Und die Große Koalition will lediglich ermöglichen, dass die Eltern künftig per Antrag sagen können, mein Kind soll erst ein Jahr später die Schule besuchen. Also im Ergebnis kommt es eigentlich auf das Gleiche heraus. Aber die Frage ist, was will man den Eltern mit auf den Weg geben? Einen positiven Antrag, dass ihr Kind früher eingeschult wird oder einen negativen Antrag, dass ihr Kind noch ein Jahr zurückgestellt werden soll vom Schulbesuch? Und da haben wir uns einfach für die positive Variante entschieden. Dann danke ich Ihnen vielmals für dieses Interview. Vor 20 Jahren begann die Politikkarriere von Dr. Gabriele Andretta im Landtag. Seit November 2017 ist die SPD-Abgeordnete erste Präsidentin des Niedersächsischen Landtages. Welche Aufgaben hat eine Landtagspräsidentin? Wie hat sie dieses Amt bekommen? Und wie möchte sie die Beteiligung von Frauen steigern? Lea durfte sie interviewen. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Frau Dr. Gabriele Andretta, Präsidentin des Niedersächsischen Landtages und Abgeordnete der SPD-Fraktion. Wie ist es, die erste weibliche Landtagspräsidentin in Niedersachsen zu sein? Das ist was ganz Besonderes. Unser Land Niedersachsen ist 71 Jahre alt und wir haben viele Landtagspräsidenten, viele Ministerpräsidenten, aber an der Spitze des Landtages eine Frau. Das ist was ganz Besonderes und es ist auch für mich Verpflichtung, das Thema Gleichstellung auch in der Politik sichtbar zu machen während meiner Präsidentschaft. Können Sie die Aufgaben einer Landtagspräsidentin beschreiben? Die Landtagspräsidentin ist Hausherrin. Das heißt, auch im Plenarsaal während Debatten wird die Sitzung geleitet von der Präsidentin und ihren Stellvertretern. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Debatten sehr lebendig, aber doch sehr fair und respektvoll ablaufen. Die Präsidentin hat vor allen Dingen auch viele repräsentative Aufgaben. Wir haben viele Partnerschaften des Landtages mit China, ne, der Provinz Anhui, mit der Steiermark, mit Bern. Wir pflegen intensive Kontakte auch zu Israel. Das gehört zu dem Aufgabenbereich. Und vor allen Dingen auch im Land dann die Verbände zu besuchen, unsere wunderbaren Museen, Kunsteinrichtungen. Also die Präsidentin ist das Gesicht des Landtages. Können Sie unseren jungen Hörerinnen und Hörern kurz das Verfahren erklären, wie man Landtagspräsident werden kann? Wie man Landtagspräsidentin werden kann? Man beginnt als Abgeordnete oder Abgeordneter. Ich selbst bin 1998 das erste Mal als Göttinger
direkt gewählte Abgeordnete in den Niedersächsischen Landtag eingezogen. Meine Schwerpunkte waren, das wird viele nicht überraschen, wenn sie das Wort Göttingen hören, die Wissenschaftspolitik und die Forschungspolitik. Ich habe dann sehr vielen Ausschüssen mitgearbeitet. In der letzten Legislatur bin ich zur Vizepräsidentin gewählt worden und konnte dort schon sehr viele Erfahrungen sammeln, gerade auch mit der Sitzungsleitung und mit den Aufgaben, die wahrzunehmen sind. Und dann war es in dieser Legislatur so, dass es die Chance gab, für die SPD-Fraktion die Präsidentin, den Präsidenten zu stellen, weil es gibt eine goldene Regel hier im Niedersächsischen Landtag, die ist nicht niedergeschrieben, aber sie gilt, dass die stärkste Fraktion den Präsidenten, die Präsidentin stellt. Und meine Fraktion, die SPD-Fraktion, wollte auch dieses Jahr nutzen, 100 Jahre Frauenwahlrecht, ganz besonderes Jahr, um ein Zeichen für politische Gleichstellung zu setzen und hat mich vorgeschlagen als ihre Kandidatin. Und der Landtag, das ist eine ganz besondere Auszeichnung und auch für mich Verpflichtung, hat dann einstimmig meine Wahl beschlossen. Wir hatten das Glück, viele hochkarätige Landespolitiker interviewen zu dürfen. Darunter auch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Dr. Bernd Althusmann, der im aktuellen Kabinett Wirtschafts- und Digitalisierungsminister ist. Keno hat ihn zu Digitalisierungsthemen, unter anderem auch der Industrie 4.0, befragt. Ihr hört nun einen Ausschnitt zum automatisierten Fahren. Ein weiterer Aspekt von Industrie 4.0 ist die Verkehrsinfrastruktur. Wann werden bei uns in Norden die Busse automatisiert fahren und was ist mit den wegfallenden Arbeitsplätzen? In der Tat haben wir autonomes Fahren in Niedersachsen auf Testfeldern im Raum Braunschweig im Moment im Testbetrieb. Wir werden verstärkt auch auf neue Antriebstechnologien, auch im Bereich der Busse in den nächsten Jahren und Jahrzehnten setzen. Selbst wenn wir überall jetzt Elektrobusse in Deutschland einsetzen würden, wir haben sie gar nicht in Deutschland in der Produktion, wir müssten sie im Ausland kaufen, in den Niederlanden beispielsweise. Aber autonomes Fahren befindet sich zum Großteil noch in der Testphase. Und von daher müssen sämtliche Risiken, auch rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sein, bevor wir damit wirklich in den Vollbetrieb gehen können. Dass autonome Busse, dass autonome Schiffe, dass autonome PKWs in den nächsten 10 bis 15 Jahren auch auf deutschen Straßen verstärkt anzutreffen sein werden, das ist mit Blick auf die technologischen Entwicklungen um uns herum sehr, sehr wahrscheinlich. Und insofern glaube ich, dass ich jetzt noch kein konkretes Datum für Norden sagen kann, aber wir werden alles daran setzen, um hier den technologischen Anschluss nicht zu verpassen. Das gesamte Interview findet ihr auf unserer Website schul-internetradio.org. Ein weiterer Tagesordnungspunkt des Januarplenums war ein Antrag der AfD zur Feststellung des Alters minderjähriger, unbegleiteter Flüchtlinge mittels Röntgenaufnahmen des Handgelenks. Im Vorfeld gab es viel Kritik, unter anderem von der Ärztekammer. Fabian befragte den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, Klaus Wiechmann, zu diesem brisanten Thema. Sie haben einen Antrag zu einem brisanten Thema, medizinischen Altersfeststellung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, in den Landtag eingebracht. Worum geht es dabei konkret? Es geht bei diesem Antrag darum, dass wir möchten, dass der Landtag die Situation wahrnimmt, also dass er wirklich schaut, es gibt ein Problem in diesem Bereich. Wir haben eine Menge Leute, die suchen Asyl in Deutschland und behaupten, sie seien minderjährig, haben aber keine Papiere. Und diese Behauptung weist manchmal, sieht man da Gründe daran zu zweifeln und manchmal auch vielleicht nicht. Und da gibt es eine gesetzliche Regelung, aber diese gesetzliche Regelung reicht uns eben nicht aus. Wir möchten gerne, dass da eine Verbesserung eingeführt wird, weil eben die Zahlen doch ziemlich eindeutig sind. Also es gibt in Dänemark Untersuchungen, dass 74% der Flüchtlinge, die behaupten, unter 18 zu sein, tatsächlich über 18 sind. In Österreich sind es, glaube ich, 50%, was wir herausgefunden hatten, was in der Presse zumindest stand. Und das dürfte in Niedersachsen höchstwahrscheinlich nicht anders sein. Und man muss berücksichtigen, dass damit immense Kosten verbunden sind. Der Flüchtling, der minderjährig ist, wird ganz anders betreut, bekommt einen ganz anderen Aufenthalt. Das ist alles auch erheblich teurer. Das heißt, wir geben ungefähr 120 Millionen Euro im Jahr, das ist eine prognostizierte Summe, aus, die wir nicht ausgeben müssten und die wir anderen Projekten zukommen lassen können. Außerdem binden wir Ressourcen, dass sozusagen nicht alle von diesen unbegleiteten Flüchtlingen, Minderjähriger,
minderjährigen Alters die richtige Betreuung und Behandlung bekommen können, weil wir natürlich nicht unbegrenzte Ressourcen haben. Sozialministerin Carola Reimann meinte, dies sei ein erheblicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Warum können Sie diesen Rechtseingriff nicht nachvollziehen? Also, was die Sozialministerin meinte, ist, dass Röntgenuntersuchungen einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit darstellen. Ich bin selber Jurist, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich weiß, was die körperliche Unversehrtheit juristisch bedeutet. Ich weiß, was eine Körperverletzung juristisch bedeutet. Es gibt aber in der Tat Untersuchungen, die sind nahezu frei von jeglichem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Da wird nicht geritzt, da wird nicht geschnitten oder sonst was. Das ist eine Röntgenuntersuchung. Und da kann man sich gerne darüber streiten, ob eine Röntgenuntersuchung bereits eine Körperverletzung ist. Ich glaube, nein. Also ich war bei der Bundeswehr als Wehrpflichtiger, da wurde ich auch zwangsgeröntgt und ich habe es auch überlebt. Also das, glaube ich, ist vorgeschoben. Kritik kommt von der Ärztekammer. Das Verfahren sei nicht in jedem Fall aussagekräftig. Warum halten Sie dennoch daran fest? Das kann ich Ihnen auch sehr gut erklären, weil es hier nicht darum geht, ein exaktes Alter zu bestimmen, sondern es geht darum, mit den verfügbaren medizinischen und wissenschaftlichen Methoden ein Mindestalter festzustellen. Im Zweifel natürlich für den Angeklagten, das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, dann wird er halt jünger geschätzt. Aber wir wollen erstmal verlässliche Daten haben. Wissen Sie, wir haben Situationen, in denen Straftaten begangen wurden von Leuten, die angeblich 17 waren und die waren am Ende 34. Und das hätte man vorher rausfinden können. Und dann wären diese Menschen anders behandelt worden. Man hätte sie auch eventuell abschieben können vorher. Und dann wären diese Straftaten nicht passiert. Denken Sie das Ganze mal aus Opferperspektive. Wir als Politiker sind verpflichtet, für die Bürger Politik zu machen. Und der Staat muss seine Bürger auch schützen können. Und das ist ein wichtiger Teilaspekt. Vielen Dank für das Gespräch. Freie Feiertage sind doch etwas Schönes. Stefan Weil hat den Niedersachsen einen neuen Feiertag versprochen. Am liebsten wäre ihm der Reformationstag. Doch was sagen die Abgeordneten der einzelnen Fraktionen dazu? Keno fragte nach. Ein neuer Feiertag für Niedersachsen? Stefan Weil versprach den Wählern einen neuen Feiertag, vorzugsweise den Reformationstag. Wir haben uns gefragt, was sagen die Abgeordneten dazu? Rund um die Plenarsitzung habe ich hierzu bereitwillige Abgeordnete befragt. Uwe Schünemann, CDU-Abgeordneter, äußert sich zu der Debatte. Persönlich bin ich der Auffassung, dass wir eigentlich gar keinen neuen Feiertag brauchen. Auch in der Wahlkampfauseinandersetzung, die wir geführt haben, habe ich eigentlich nie vom Bürger gehört, dass dieses notwendig ist. Aber wir haben uns nunmehr dann auch dazu entschieden, in der Koalition einen zusätzlichen Feiertag einzuführen. Ich finde es sinnvoll, wenn man sich in Norddeutschland abstimmt und kann mir den Reformationstag durchaus sehr gut vorstellen. Björn Försterling von der FDP meint über den Reformationstag. Ja, generell sagen wir als Freie Demokraten, wir brauchen nicht zwingend einen zusätzlichen freien Tag. Jeder, der sich ein bisschen mit Religion auskennt, weiß, dass der Reformationstag eher nicht die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Religionsgemeinschaften betont. Und von daher glauben wir, dass ein Stück weit der Reformationstag als Feiertag verbrannt ist. Die grüne Imke Biel wünscht sich. Also ich glaube, es sollte klar sein, dass wir einen Feiertag brauchen für alle Menschen in Niedersachsen. Das heißt eben keinen religiösen Feiertag, sondern einen weltlichen. Unser Pate Matthias Ahrens sagt zu der Debatte. Ich persönlich, trotz dessen, dass ich Lutheraner bin, würde eher zu einem weltlichen Tag tendieren. Dana Gut von der AfD ist für mehr Gerechtigkeit zwischen den Ländern. In Anbetracht der Tatsache, dass es halt deutliche Unterschiede gibt zwischen den Feiertagsgestaltungen in den unterschiedlichen Bundesländern, macht es sicherlich Sinn, dort eine Art Gerechtigkeit herzustellen. Karl Ludwig von Damwitz, Abgeordneter der CDU, merkt an. Ich hätte nicht unbedingt einen zusätzlichen Feiertag gebraucht. Ich bin selbstständiger Landwirt, auch Arbeitgeber und das hat natürlich auch immer was mit Kosten zu tun. Frank Henning von der SPD schlägt vor. Jeglicher Feiertag sein sollte, würde ich den Buson-Betag favorisieren, weil da alle mitleben können, alle Religionsgemeinschaften. Letztendlich bleibt die Debatte kontrovers. Ob Niedersachsen einen neuen Feiertag bekommt und welches Datum dieser haben wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Unser prominentester Interviewpartner war Ministerpräsident Stefan Weil. Wie steht er zur Feiertagsdebatte? Vor welchen Herausforderungen steht die Digitalisierung niedersächsischer Schulen? Warum wird die Absenkung des Wahlalters nicht endlich umgesetzt? Und was hält er von der Juso-Kampagne? Neue Mitglieder zu gewinnen, um auf Bundesebene eine GroKo zu verhindern? Fabian hat nachgefragt. Herr Ministerpräsident, Sie sind mit dem Wahlversprechen angetreten, einen neuen Feiertag zu schaffen. Im Gespräch ist der 31. Oktober. Aber auch andere Termine sind in der Diskussion. Sollte man bei der Einführung eines Feiertages nicht umgekehrt vorgehen, erst einen Anlass haben, den man unbedingt feiern möchte, und dann diesen zum gesetzlichen Feiertag erklären? Ja, das läuft ehrlich gesagt parallel.
Auf der einen Seite haben wir es nun mal mit der Situation zu tun, dass wir in Niedersachsen viel weniger gesetzliche Feiertage haben als in anderen Bundesländern. Und das wird, glaube ich, von vielen Menschen in Niedersachsen als nicht sonderlich gerecht empfunden. Und auf der anderen Seite ist die Frage, welcher Feiertag wäre es denn wert? Gegenstand einer wirklich lebhaften Diskussion. Das geht schon bei der Frage los, soll es besser ein weltlicher oder ein religiöser Feiertag werden? Und welcher, wenn man sich entschieden hat, soll es dann ganz am Ende konkret sein. Und da kann auch wirklich sehr lebhaft drüber diskutiert werden, denn das gibt es ja nicht sozusagen einen naturwissenschaftlichen Beweis, welches der beste Anlass wäre. Und insofern kann ich mit der Diskussion, wie sie jetzt läuft, wirklich gut leben. Wieso sprechen Sie sich für den 31. Oktober als primär protestantischen Feiertag aus? Es gibt schließlich auch Kritik von jüdischen Gemeinden und Katholiken an dieser Idee. Oh, es gibt zu jedem Vorschlag gibt es ganz, ganz viel Kritik. Ich sagte ja, es gibt umgekehrt auch für jeden Anlass eigentlich gute Gründe. Und ebenso kann man bei allen anderen sagen, na, das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Warum finde ich den Reformationstag wirklich eine gut vertretbare Lösung? Zum einen deswegen, weil wir auf der Suche sind nach einer norddeutschen Lösung. Es ist, glaube ich, nicht gut, wenn wir nun in allen Bundesländern, auch wenn sie unmittelbar benachbart sind, jeder einen unterschiedlichen Feiertag hat. Denn da gibt es auch einfach viele Pendlerfamilien etc., die würden das als ziemlich ungut empfinden. Und der zweite Gesichtspunkt ist der, dass die Reformation für Norddeutschland, aber auch für Deutschland insgesamt wirklich ein ganz prägendes Ereignis gewesen ist. Und das meine ich nicht im Sinne von Luther-Verherrlichung. Und deswegen spricht übrigens auch die Kritik an Luthers antisemitischen Äußerungen, die wirklich ganz schlimm sind, spricht nicht gegen den Reformationstag. Die Reformation, das war ja die Spaltung der christlichen Kirche damals. Und es war der Ausgangspunkt für jahrhundertelange härteste Auseinandersetzungen, die wahrscheinlich am Ende Millionen fiel, dafür, wie man besser nicht über Religion miteinander redet. Und daraus kann man ja vielleicht unter heutigen Gesichtspunkten ein besonders gutes Beispiel machen, indem man diesen Tag auch ganz bewusst dafür nutzt, zusammenzuarbeiten, darüber nachzudenken, was verbindet Religionen eigentlich und nicht in erster Linie darüber zu reden, was trennt sie. In diesem Sinne hat die evangelische Kirche ja ein Reformationsjahr angelegt. Das fand ich durch die Bank wirklich gelungen und daran möchte ich gerne anknüpfen, wenn es jetzt um einen Feiertag geht. Als Schüler interessiert uns besonders die Digitalisierung an den niedersächsischen Schulen. Hier dringen Weltkonzerne wie Google und Co. mit Lehrerfortbildung, Software und beispielsweise dem Minicomputer Calliope an die Schulen. Sollte die Landesregierung diese Einflussnahme von Unternehmen, die wenig Bewusstsein für Datenschutz haben, zugunsten landeseigener Initiativen wie N21 begrenzen? Das ist eigentlich unser Weg. Wir müssen übrigens erst einmal mit was ganz anderem richtig Gas geben. Das ist, dass wir überall eine gute digitale Infrastruktur haben an den Schulen. Also WLAN, Breitband für alle niedersächsischen Schulen. Denn ansonsten muss man sich diese ganzen Gedanken nicht machen. Wir brauchen erstmal den Zugang. Und dann müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht die Schulen für kommerzielle Zwecke instrumentieren lassen. Deswegen haben wir ja zum Beispiel mit der Niedersachsen-Cloud auch angefangen, dass letztlich auf niedersächsische Art und Weise Unterrichtsmaterialien zusammengestellt werden, dass dort Projekte zusammenarbeiten können etc. etc. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Es spricht allerdings auch nichts dagegen, dass dann anschließend auf eine faire Art und Weise auch natürlich mit privaten Unternehmen zusammengearbeitet wird, aber dann bitte schön unter Regie des Landes. Ein Beispiel wiederum, du hast Calliope angesprochen, also diesen Mini-Prozessor, mit dem man sich doch spielerisch Grundbegriffe von Programmierung aneignen kann. Und wenn man das unter verschiedenen Unternehmen ausschreibt und dann übrigens auch befristet, dann ist das auch gut vertretbar. Aber vom Grundsatz her teile ich die Skepsis, nicht freie Bahn für riesengroße Unternehmen, die sollten erstmal nicht Zugang zu unseren Schulen haben. Heute wurde im Landtag ein Antrag der FDP-Fraktion diskutiert, der die Herabsenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahren vorsieht. Schon im Januar 2016 hat Ihre Regierung einen ähnlichen Antrag eingebracht. Warum wird die Absenkung des Wahlalters nicht endlich umgesetzt? Nun, weil du dafür die notwendigen Mehrheiten brauchst. Und das ist in dem Fall eine Verfassungsänderung. Also wir bräuchten 2/3 der Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag. Und es gibt zwar die SPD, die FDP und die Grünen, die sind dafür, aber beispielsweise die CDU ist dagegen und die CDU befindet sich jetzt derzeit mit der SPD in einer Koalition. Da ist es üblich, dass man nicht gegeneinander stimmt, sondern die Dinge nur gemeinsam macht. Und wenn man sich nicht einig wird, dann kann man nun einmal auch dann an der Stelle nicht vorankommen. So ist es leider bei diesem Thema. Das ist so und deswegen müssen wir daran weiterarbeiten. Eine kurze Frage zur Bundesebene.
Die Jusos als Jugendorganisation der SPD haben dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten, um einen möglichen Koalitionsvertrag einer GroKo auf Bundesebene bei der Mitgliederbefragung abzulehnen. Was halten Sie von diesem Vorgehen der Jusos, um eine große Koalition zu verhindern? Ich bin ja nicht nur Ministerpräsident, sondern auch Landesvorsitzender der niedersächsischen SPD. Und als solcher finde ich jeden SPD-Eintritt erstmal ganz prima. Allerdings soll das Ausdruck einer politischen Haltung sein, einer Einstellung. Das soll nicht gewissermaßen das Eintrittsgeld für eine Abstimmung sein, nach der man dann womöglich die SPD wieder verlässt. Und deswegen finde ich das, ehrlich gesagt, nicht besonders gelungen. Vielen Dank. Viele Menschen fragen sich bestimmt, wie wir die letzten Tage wahrgenommen haben und was für Eindrücke wir gesammelt haben. Deshalb haben wir uns entschlossen, euch einmal in einer kurzen Runde unsere Eindrücke mitzuteilen. Lea beginnt. Man kann auf jeden Fall sagen, es gab einige Highlights für uns. Persönlich mein Highlight war das Interview mit Frau Dr. Andretta, der Landtagspräsidentin. Es war sehr schön, so nah an diese Leute ranzukommen und diese ganzen Fragen zu stellen, wie ihr schon in den Beiträgen gehört habt. Was ein weiterer Punkt war, war auch das Schneiden der ganzen Interviews. Die ganze Arbeit, die wir geleistet haben, was wir alles neu kennengelernt haben und dann im Endeffekt auch der Stolz darauf, was man geleistet hat, war auf jeden Fall sehr hoch. Fabian, wie war das bei dir? Ja, also ich muss natürlich dann auch sagen, dass das Interview mit Ministerpräsident Stefan Weil also sehr weit oben auf meiner Liste ist. Und ebenfalls fand ich halt gut, dass ich, genau wie Lea schon gesagt hatte, bei Audacity den Schnitt kennengelernt habe. Also die einzelnen Funktionen vom Programm. Und deine Eindrücke, Keno? Ja, also für mich war natürlich ein Highlight, dass ich viel hinter die Kulissen schauen konnte. Ich bin durch den Presseausweis viel in den Abgeordnetenbereich gekommen, habe dort durch meine Umfrage halt verschiedenste Abgeordnete abgefangen, habe mich mit denen unterhalten. Die waren alle sehr gesprächsoffen und vor allen Dingen durch unsere Paten sind wir viel in Kontakt mit anderen Menschen gekommen. Die Paten waren sehr offen. Das hat uns wirklich viel gebracht und ich glaube auch, das sind tolle Erfahrungen, die einen für später den Berufswunsch auch vielleicht prägen können. Und generell kann ich das nur empfehlen, das Projekt. Die Ausschreibungen sind immer im Herbst oder Winter bei N21 und ist auf jeden Fall ein tolles Projekt, um sich weiterzuentwickeln, wenn man Radiotechniker werden möchte oder auch wenn man generell mal hinter die Kulissen von so einem großen politischen Apparat wie dem Landtag schauen möchte. Man hat wirklich gute Chancen, kommt überall hinein mit dem Ausweis. Das ist wirklich ein tolles Projekt. Herzlichen Dank an die Abgeordneten im Landtag, die uns Interviews gegeben haben, an die Mitarbeiter im Landtag für die Führung durch den neuen Plenarsaal und die Organisation unseres Besuches. Danke an unseren Lehrer Herrn Lippert. Vielen Dank an unsere Paten Frau Hilgrid Eilers und Matthias Ahrens, die uns die Türen zum Landtag und den anderen Abgeordneten geöffnet haben und immer mit Rat und Tat geholfen haben. Unser besonderer Dank gilt der unermüdlichen Arbeit von Frau Deseke, die das Projekt im Voraus und hier vor Ort mit bewundernswertem Engagement geleitet hat. Dankeschön. Und denkt daran, die Beiträge dieser Sendung findet ihr auch zum Nachhören auf schulinternetradio.org. Viel Spaß dabei! Die Radiogruppe des Ulrichs-Gymnasiums Norden verabschiedet sich aus dieser Sendung. Tschüss! Landtag Online, ein Beitrag des Ulrichs-Gymnasiums aus Norden für N21, Schulen in Niedersachsen Online in Zusammenarbeit mit dem Landtag Niedersachsen.